Die heutige Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes stellt eine Erleichterung dar, da damit Klarheit geschaffen wurde. Hermann Schützenhöfer bedankte sich bei jenen 306 Bürgermeisterinnen, die durch dieses erste Urteil bestätigt wurden. Denn die haben ja auch Widerstände gehabt. Es war ja viel Überzeugungsarbeit notwendig von mir zu den Bürgermeistern, von den Bezirksobleuten zu den Bürgermeistern. Die sind ja heute bestätigt worden durch dieses Urteil des Verfassungsgerichtshofes, dass sie Recht haben, rechtzeitig mitgegangen zu sein, auch durch die Fusionsprämien, die sie haben und die anderen nicht, und durch Perspektiven, die sie den Gemeindebürgern eröffnen konnten, durch Maßnahmenpakete, die wir gemeinsam geschnürt haben. In der Steiermark wird ja schon fleißig an der Strukturreform gearbeitet, zumindest mit denen, die sich nicht mit Klagen aufgehalten haben. Seit Jahresbeginn besonders intensiv die persönlichen Gespräche mit den Ortsparteien, sie zu begleiten bei den neuen Organisationen, den neuen Strukturen, auch dabei neue Teams aufzustellen, wo es erforderlich ist. Also viele, viele persönliche Kontakte auch durch die Kollegen und Kolleginnen der Bezirke. Heute ist wieder ein Tag, um in Siegestaumel oder auf der anderen Seite in Depression zu verfallen. Die Gemeindestrukturreform war und ist ja nicht davon getragen, dass es Sieger und Verlierer gibt. Die Idee und Motivation dahinter ist ausschließlich, die Gemeinden zu stärken, damit die Regionen zu stärken und die Steiermark stark und gut aufzustellen für die Zukunft. Ich glaube, die heutige Entscheidung beweist, dass diese Arbeit sehr transparent, nachvollziehbar und schlüssig umgesetzt wurde. Und ich hoffe, dass auch diese Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes letztlich dazu führen, dass ein konstruktiver weiterer Weg beschritten wird. Aber all jene, die erst durch dieses Verfassungsgerichtsurteil zu einem Umdenken bereit sind, sind nach wie vor herzlich zum Dialog eingeladen. Meine Hand bleibt ausgestreckt. Ich habe den ganzen Sommer über mit Bürgermeistern, die nicht recht wollten, debattiert, was können wir machen, gibt es einen Weg, gibt es einen Plan B, und es wird einige wenige geben, die also weiterhin mit allen Mitteln gegen alles, was Reform ist, vorgehen. Die müssen halt letztlich auch wissen, dass sie damit gegen ihre eigenen Gemeinden vorgehen. Man sieht sich am Verhandlungstisch.